Das ist mein persönlicher Monatsrückblick. Mein Fazit, das ist der zweite Monat 100% Selbstständigkeit. Für mich was ganz, ganz Neues. Ich möchte dir einfach hier ganz offen und ehrlich Rückmeldung geben, was bei mir in dem Monat gelaufen ist und wo ich gerade stehe. Einfach ja wirklich, um direkt von Herz zu Herz das zu teilen, was ist und ganz aufrichtig, unmittelbar und direkt zu sprechen. Ich habe mir auch Notizen gemacht wieder. Es geht einfach darum, dass ich in dem Monat habe ich sehr, sehr viel Klarheit bekommen. Dankenswerterweise hat meine Frau mir mitgeholfen, diese Klarheit zu bekommen, indem wir einfach simple Dinge getan haben, nämlich Ordnung zu schaffen in meinem Arbeitsraum. Dadurch sind alle Ordner jetzt an einem Platz und dadurch ging mir auf, meine Güte, ich habe da drei Bücher liegen, Material zu drei Büchern. Zu den Sinfonien brauche ich gar nichts sagen, das hat mich fast gestresst. Also ich bin ja auch Komponist und habe da gemerkt, da ist so viel Material da an Liedern und an Kompositionen. Aber die Klarheit ist entstanden dadurch, dass ich also ganz simpel einmal die Materialien geordnet habe und habe gespürt, endlich, jawohl, hier ist meine Jupiter-Akademie, hier ist das ganze Wissen in geballter Form, das ich weitergeben kann. Und nicht nur diese Bits and Pieces, so wie es bisher war, im Arbeitskreis ist auch schön, aber ich finde es fast noch schöner, wenn es wirklich einen Ort bekommt, wo es gesammelt verfügbar ist. Ja, es gibt eine neue Kategorie auf meinem YouTube-Kanal, die Weisheit der Sprache. Das ist neu. Auch wenn das gar nicht jetzt unmittelbar relevant ist im Sinne von einkommensrelevant, ist es mir einfach ein tiefes Bedürfnis, das zu teilen und ich hoffe, dass du da Freude dran hast. Ich bin jetzt Anfang Oktober etwas gesundheitlich angeschlagen, habe zum ersten Mal so eine Erkältung und bin deswegen jetzt ganz bewusst hier draußen in der Sonne für einen Moment, nicht um zu arbeiten, sondern wirklich um loszulassen, um Abstand zu gewinnen. Deshalb ist dieses Fazit über den Monat eben wirklich ein ganz, ganz persönlicher Bericht. Ich freue mich zu sagen, dass ich jetzt in dem vergangenen Monat finanziell fast das eingenommen habe, was es braucht als Familienminimum. Das ist ja immerhin schon schön, dass es einfach weitergehen kann und dass meine Coachingplätze momentan alle voll sind. Ich habe gemerkt, ich liebe das Coaching, weil letztlich bin ich jetzt über diese letzten 10 Jahre oder 7 Jahre oder 3 Jahre, habe ich so viel Bücher gelesen, so viel Fortbildungen gemacht, habe so viel Coaches auch in Anspruch genommen, dass ich gemerkt habe, ja, jetzt will ich einfach meine Hand reichen, hinreichen, denen, die das brauchen und die mitzunehmen. Wie komme ich in die Sichtbarkeit? Wie kann ich meine wahren Gaben und Talente erkennen? Wie kann ich daraus das richtige Format finden, wo es mir Freude macht, wo mein Herz überfließt, dass ich da ins Geben hineinkomme und anderen Menschen anbieten kann, was meine Fähigkeiten sind. Und da bin ich da und helfe super, super gerne. November, Dezember gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, falls es etwas für dich was wäre, mit mir zu arbeiten, auf der Art und Weise, wie ich mit Menschen herangehe. Und es geht hier nicht nur um schöne Worte, sondern es geht wirklich um das Arbeiten, um das praktische Tun und um die Fortschritte zu erreichen. Und das erlebe ich oft schon nach dem allerersten Treffen oder schon vor dem ersten Treffen. Durch meine Vorbereitung auf den ersten Coaching-Termin passiert schon so, so, so viel. Also falls es etwas für dich ist, melde dich gerne bei mir über die Homepage einfach www.christophpollack.org. Da findest du mein Coaching-Angebot. Ja, im letzten Monat, was geholfen hatte, war das Autorenhonorar, das schon vorausgezahlt wurde vom Kosmos Verlag. Was geholfen hat, war meine Coachings eben und die Einnahmen auch über den Arbeitskreis. Das sind zwar so wie Kleinvieh macht auch Mist, aber das war schon ganz gut finanziell, bin ich da ganz gut durch den Monat gekommen, sodass jetzt wieder der Oktober etwas Neues beginnen kann, auch mit diesem Vierteljahr, Oktober, November, Dezember, mal zu schauen, wie kann ich da helfen, wie kann ich durch mein Hilfreichsein zu dem Einkommen kommen, das ich für unsere Familie einfach benötige, um ja weiterhin die Miete, die Nahrungsmittel und so weiter zahlen zu können. Ich möchte dir sagen, dass die Klarheit auch entstanden ist, also diese Jupiter-Akademie, die sich gebildet hat, aber auch dadurch eine Entlastung von dem Arbeitskreis, dass ich im Arbeitskreis eine viel höherwertige Arbeit leisten kann, wenn ich nicht so auf klein-klein bin, sondern wo ich sagen kann, okay, schau, hier ist das Material und im Arbeitskreis noch viel
stärker für die Menschen im Arbeitskreis da sein kann, viel stärker die genau da unterstützen kann, wo sie gerade sind und viel mehr auf die individuellen Bedürfnisse eingehen kann. Das ist eine ganz, ganz große Stärke und davon wird es mehr geben. Was kommt in diesem Monat, ist noch ein Spagyrik-Seminar bei Artemisia. Da gibt es auch gegenwärtig noch Plätze frei, soweit ich das weiß. Und ein Räucher-Online-Kurs mit Christine Fuchs. Da werde ich sprechen über heilsames Räuchern mit den Planetenkräften. Das ist also wirklich für einen ganz geringen Preis, kannst du da dabei sein. Gut, so viel einfach vom Fazit September. Der Rückblick auf den September, er hat eben sehr, sehr viel Klarheit gebracht, sehr viel Ordnung geschaffen in mir. Und die Ordnung, die in mir entsteht, die wird dann sofort auch sichtbar im Außen und für dich oder für euch. Also wünsche ich dir ganz von Herzen viel Gutes. Und wenn du eine kleine Erkältung hast, so wie ich, dann nimm dir die 10 Minuten und setz dich in die Sonne. Lass hier deine Nebenhöhlen bescheinen von der Sonne und deine Stirn. Und das tut unglaublich gut. Auf den Wiesen hier wächst der Quendel, davon einfach auch zu schnabulieren und ja, diese scharfen Dinge zu sich zu nehmen, Meerrettich, ja, auch Dinge wie die Engelwurz, Meisterwurz lutsche ich ganz gerne, nehme die Tinktur. Es sind so viele Geschenke hier außen. Ich sitze hier bei dem Wacholder. Es ist einfach unglaublich, was uns alles hier angeboten wird in der Natur. Und knabber dann auch gerne so von dem Senfsaaten oder von dem Rucola. Also das sind so Dinge und koche dann auch sehr scharf, wo ich einfach merke, und Schlaf. Schlaf und Sonne, das sind so wirklich die Heilmittel, die ganz ursprünglichen Heilmittel. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Gesundheit in diesen kommenden Tagen und Monaten und Grüße von Herzen.